Deutsche Demokratische Republik sind 35 Jahre harten Kampfes, hat in diesen Jahren unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wahrhaft revolutionären Geist für die Stärkung und die Verteidigung des Sozialismus einsetzt. Einmal Masserberg, immer Masserberg. Ja, man müsste wegfliegen können. Irgendwohin, eine andere Zeit, einen anderen Körper. Eine Gräfin möchte ich sein. Dann sei eine Gräfin. Flieg los. Quack, quack, quack. Die weiße Wolke ist im Anflug. Guten Morgen, die Damen. Wie fühlen wir uns heute? Hatten wir schon Stuhlgang? Wir beide gemeinsam leider noch nie. Sie habe ich unserem neuen Arzt zugeteilt. Vielleicht klappt es ja mit Ihnen. Ja, dann wollen wir mal, Verwandter. Schauen Sie mal hier vorbei. Ja. Nicht in der Hand halten, nehmen. Auge zu. Und wieder aufmachen. Zufrieden? Gut. Und wieder aufmachen. Du bist noch so jung, Mädchen. Du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Man braucht immer Notausgang. Ja, das sieht doch gut aus. Die Visite ist noch nicht vorbei. Neuer Arzt, neues Glück. Sie sind der Neue? Wie alt waren Sie, als es anfing? 15. 15? Das ist jung. Sehr jung. Es ist nicht fair. War es von Anfang an nicht. Danke. Melanie Tauber. Mel. Und Sie? Dr. Sanchez. Schwere rezidivierende Entzündung der Regenbogenhaut und Sekundärglaukom. Sie lagen 2 Wochen im Koma. Entzündungsherde am ganzen Körper. Seit wann hat sich Ihr Zustand so verschlechtert? Seit ich hier bin. Soll ich jetzt 1 und 1 zusammenzählen? Ich bin sicher, dass alles getan wird, um Ihnen zu helfen. Bitte legen Sie Ihr Kinn darauf. Sie riechen gut. Zwischen 9 und 12 Uhr stark verklebt. Erhöhter Augendruck. Wir müssen eine Cortisoninjektion machen. Ich habe schon Arme wie ein Junkie. Es ist wichtig, sehr wichtig, dass Sie jetzt absolut still sitzen. Wegen Ihren Reflexen. Sie wollen mein Auge? Entspannen Sie sich. Sie wollen die Scheißnadel in mein Auge stechen? Das ist der einzige Weg, wie ich Ihnen helfen kann. Sie müssen den Kopf stillhalten, sonst geht das nicht. Es wird nicht wehtun. Ich werde Ihnen keine Schmerzen zufügen.
Ich verspreche es Ihnen. May. May. Vertrau mir. Auge. Ist eine Sonne. Es ist hübsch. Nur die? Ich habe kein Westgeld mehr. Victoria soll vorbeikommen. Das Kleid, das sie mir geschickt hat, das passt nicht. Sie muss es ändern. Was macht der Ballon? Willst du, dass wir erwischt werden? Geh zu ihr und sag ihr, dass du sie hübsch findest. Sie mag dich. Sie ist über 90. Ist sie deswegen keine Frau mehr? Gehe, bitte, mir zuliebe. Ein Auge. Erzähl ihm von Marlene. Marlene Dietrich. Ich war mal mit ihr intim. Fast. Kein Wunder, Sie sind ja auch eine Schönheit, Frau. Ein Auge. Heute noch. Eine zweite Dietrich. Habt ihr das gehört? Du bist die wahre Dietrich. Und was bin ich? Sei still, er gehört mir. Nimmst du es nicht ernst? Danke, dass du sie glücklich gemacht hast. Dr. Sanchez, haben Sie sich Ihre neue Patientin schon angesehen? Ja. Weiß Frau Tauber, dass sie blind wird, wenn wir nicht bald die Ursache ihrer Krankheit herausfinden? Würden Sie das einer so labilen Patientin denn sagen? Sie sollte die Wahrheit erfahren. Aber die Wahrheit ist grausam. Und könnte den möglichen Heilungsprozess negativ beeinflussen. Das wollen wir doch nicht riskieren. Ja, aber sie spürt es und sie hat Angst. Sie machen sich zu viele Gedanken an Ihrem ersten Tag. Weiß, wann wir uns wiedersehen. Kalt rieselt matter Schauer durch meine Adern, der fast die Lebenswärme erstarren macht. Wie? Wer ist Gift, das mir mit schlauer Kunst der Mönch bereitet, mir den Tod zu bringen, auf dass ihn diese Heirat nicht entehre? Weil er zuvor mich Romeo vermählt. Sie wissen, was Lenin über die bürgerliche Spezialistin gesagt hat? Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Das wird mein Mann sein. Carlo? Wer ist hier? Herr Schmidt vom Rat des Kreises. Ich soll das Kreiskulturhaus leiten. Dr. Sanchez, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, Sie kennenzulernen. Ja, ich hoffe, Sie entschuldigen meinen Überfall gleich an Ihrem ersten Arbeitstag. Aber die Genossen haben so von den Qualitäten Ihrer Frau geschwärmt, da muss die Sie natürlich gleich kennenlernen. Nein, nein, ich freue mich für meine Frau. Danke. Ja, wir sehen uns dann also morgen. Ich werde pünktlich sein. Auch wir werden noch miteinander zu tun haben.
Genauso Sanchez. Ich freue mich. Wie war dein Tag? Gut. Hast du irgendwie schon gehört, dass wir einen neuen Doktor haben? Er hat mich schon mal irritiert. Ich hasse ihn. Du kennst ihn noch gar nicht. Er hat dir wehgetan. Mir kann niemand mehr wehtun. Nicht so. Für dich. Was ist das? Ein Gedicht. Mein erstes. Also der Anfang. Weil du doch immer welche schreibst. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Der Knabe muss plötzlich eine Wurst legen. Der Vater sagt, er kann sie an den Pferdearsch kleben. Ist ein tolles Gedicht. Weißt du warum? Weil es von dir ist und weil es da herauskommt. Und da. Hier. Was ist los? Der Krebs in ihrem Auge ist zurück. Dann jagen wir ihn wieder davon. Einfach wegfliegen. Den Krebs da lassen für den Tod. Hör nicht auf sie. Wir wollten neu anfangen. Das werden wir. Wann? Morgen. Hallo, Dottore. Lang nicht gesehen? Fräulein Tauber, Sie scheinen gut gelaunt zu sein. Das freut mich. Es geht bergauf. Ich muss schwungen für den nächsten Tafelt. Ihr Gesicht reagiert auf die hohe Cortisondosis. Sie sollten aufhören, sich zu schminken. Es tut Ihrer Haut nicht gut. Es tut mir gut. Was ist wichtiger? Was war das für ein Gefühl, mir die Nadel ins Auge zu stechen? Es gab keine andere Möglichkeit. Es hat Sie erregt. Ich bin Arzt, Fräulein Tauber. Es hat mich erregt. Ich wüsste nicht, was das mit Ihrem Heilungsverlauf zu tun hat. Sie werden mir wieder eine Nadel ins Auge stechen. Irgendwann. Und dann werde ich vielleicht wieder erregt sein. Hören Sie auf, sich zu schminken. Sie sind so viel schöner. Sie sind sexy, Dottore. Wissen Sie das? Perfekt! Wann kann ich es anziehen? Hey, ich bin gleich fertig. Du hast wieder abgenommen. Ich muss doch leicht sein, wenn wir mit dem Ballon in die Freiheit fliegen. Danke. Du bist so aufgedreht. Was ist los? Oh, sie sieht schlecht aus. Sie stirbt. Schrecklich. Ludwig hat Ärger bekommen. Er war bei einem Friedensgottesdienst und hat an der Uni so einen Aufnäher getragen. Schwerter zu Pflugscharen.
Er soll sich an den Plan halten. Für alles andere später noch Zeit. Im Westen. Er hat das Gefühl, dass du nicht mehr daran glaubst. Ich habe ihm gesagt, dass das Unsinn ist. Wir brauchen dich. Und ich brauche euch. Ihr seid meine Familie. Woran soll ich denn sonst glauben, wenn nicht an euch und unsere Flucht? Dass ich hier gesund werde? Du bist wunderschön. Hilfst du mir, das Kleid anzuziehen? Weißt du doch gar nicht. Du hast noch nie einen in der Hand gehabt. Ich stelle mir vor, sie riecht so wie du. Ich würde sterben für dich. Hab mich lieb, meine Mitte. Hab mich lieb. Schwester rufen? Wer hat Nachtdienst? Schwester Heidi. Ein Auge konnte sie noch nie leiden. Das muss nicht sein. Und Bertha? Intim geworden seid. Sie mochte es mit Mandelöl eingerieben zu werden. Wie Alabaster. Den ganzen Ich denke immer an sie, wenn ich Mandel rieche. Hallo? Mel? Weißt du, wie spät es ist? Und wo soll ich das um die Uhrzeit besorgen? Was ist passiert? Ist sie... Hast du's? Darf ich mich im Konsum nicht mehr blicken lassen? Ich habe den Leiter rausklingeln müssen. Was hast du vor? Damit ein Auge und Marlene sich finden.
fürchterlich. Ich kann das nicht. Ich kann hier nicht bleiben. Ich weiß. Danke. Sie haben ein Auge weggebracht. Wie fühlt sich Todsein an? Dunkel? Legt euch zu mir. Sie sich gar nicht. Ein Auge und Marlene. Sie hat sie nur einmal gesehen, als sie ihr zwei Oberhemden in ihre Wohnung gebracht hat. Als Verkäuferin in Lehrling. Ich weiß. Vielleicht sehen wir ein Auge auf ihrem Weg. Meine Brille vergessen. Ich kann schnell halten. Ohne das hier. Ich habe keine Angst vor dem, was kommt. Wir schaffen das allein. Danke. Auf Ihre Verantwortung. Sie müssen entspannen. Mel. Mel. Du tust mir nicht weh. Vertrau mir. Ringer C3. D5. Beobachtest du ihn wieder? Er hat so schöne Hände. Sag es ihm. Mel. Wow, du siehst ja total ausgeflippt aus. Und du schreibst Tagebuch. Ich auch.
Deluxe. Die Neue. Hat sie schon einen Namen? Deluxe. Nehmen Deluxe. Guten Abend, Dr. Sanchez. Essen steht im Kühlschrank. Kannst dir rausnehmen. Sanchez. Hören Sie, irgendwann muss Schluss sein. Gut. Wer war das? Ich muss los. Ein Notfall. Möchte jemand Schokolade? Ich liebe Schokolade. Schokolade ist das Sex im Alter. Die ist ja aus dem Westen. Mein Freund hat eine Menge Freunde im Westen. Der kann fast alles für mich besorgen. Bertha? Was hat sie denn? Ein Auge war ihre beste Freundin. Oh. Und warum bist du hier? Ich bin ein medizinisches Wunder. Ich sehe zu gut. Gibt's das auch? Visus 1,6. Ich habe 160% Sehkraft. Und das unter lauter Halbblinden. Halt
Und haben Sie sich gut eingelebt in der Klinik? Was wollen Sie? Auch ein Bier für den Herrn und ein Wodka. Sie können sicher einen vertragen. Zigarette? Nein, danke. Wo drückt denn der Schuh? Was hört man so? Nichts. Warum so abweisen? Ich habe sie nicht hierher versetzen lassen. Ich habe mehr als genug getan. Das stimmt. Aber meinen Sie nicht, dass wir alle unter den Bedingungen des verschärften Klassenkampfes etwas mehr leisten müssen? Als Ihr neuer Führungsoffizier erwarte ich etwas mehr revolutionäre Wachsamkeit als mein Vorgänger von Ihnen, Genosse Sanchez. Sonst werden Sie Ihr schönes Kuba nie wiedersehen. Weiß eigentlich Ihre Frau, dass Sie zurück in Ihre Heimat möchten? Wenn Sie etwas über mein Privatleben wissen wollen, fragen Sie diejenigen, die mich beobachten. Denken Sie an Ihre Genossen in Kuba, die Tag für Tag ihr Leben riskieren, um ihre Heimat gegen den US-Imperialismus zu verteidigen. Was würden die wohl sagen, wenn wir erfahren würden, dass ihr alter Studienkollege Genosse Sanchez sich hier bei Bier und Wodka auf die faule Haut gelegt hat? Ich bin Ihre letzte Chance, Genosse Sanchez. Wenn das mit uns beiden auch nicht klappt, dann geraten Sie immer mehr auf die schiefe Bahn. Und wir wollen doch alle nicht, dass die in Bautzen endet. Die Rechnung geht auf mich. Deine Hand war doch nicht ganz so ruhig. Tut mir leid. Ein Kuss? Das ist alles? Nur ein Kuss und alles ist vorbei? Es geht nicht. Warum? Ich kann es nicht. Ich kann dich nicht lieben. Ich kann nichts anderes. Möchtest du es lernen, mich zu lieben? Dr. Sanchez, Professor Heinrich ist da. Danke. Was hat sie denn? Professor Heinrich gehört zu den besten Augenärzten des Landes. Ich hoffe, dass er sich einige meiner Patienten ansieht. Er soll mich ansehen. Mich. Das wird er. Sie laufen rum wie aufgescheuchte Hühner. Weißt du, was da los ist? Professor Heinrich kommt in die Klinik. Wie schön für ihn. Professor Heinrich ist ein Genie. Wenn einer mir helfen kann, dann er. Und warum sollte ausgerechnet er dir helfen? Ich meine, die haben hier in Masserberg was weiß ich, wie viele Patienten, Mel. Er wird. Verlass dich drauf. Er wird. Bitte hin. Professor Heinrich, es ist mir eine Ehre, Sie in unserer Klinik begrüßen zu dürfen. Sie können sich glücklich schätzen. Es heißt, dass Professor Heinrich wahre Wunder vollbringt. Er wird ein Wunder vollbringen. Er wird. Ihre Stippvisite, werter Herr Professor, möchte ich zum Anlass nehmen, ein paar Worte zu sagen. Unser Motto hier in Masserberg, Wissenschaftler der DDR, jetzt erst recht mit höchsten Leistungen für die konsequente Friedenspolitik unserer sozialistischen Können Republik. Wir anfangen? Ich habe nur begrenzt Zeit und den würde ich gern für die Patienten nutzen. Ja, Dr. Sanchez, die Akte Tauber, Herr Professor. Gehen Sie.
Thrombosis, Stromaödem, erhöhter Augendruck, Sekundärglaukom durch Verklebung. Was haben Sie dagegen unternommen? Wir führten eine antientzündliche Behandlung durch und begannen mit einer allgemeinen Cortisonkur. Woher stammen Sie, werter Kollege? Aus Kuba. Kuba? Schöne Frauen, gute Zigarren, amerikanische Straßenkreuzer. Hallo? Fräulein Tauber, würden Sie dann bitte wieder? Immer langsam. Ich entscheide, wer aufsteht und wer nicht. Was hat Sie hierher verschlagen? Ich habe hier studiert. Und? Sind geblieben. Ja. Warum? Keine Sehnsucht nach der Heimat? Aus Liebe. Seltsam. Warum wurde der Nelson-Test nicht dokumentiert? Haben Sie die Patientin behandelt? Ja, bis vor kurzem. Vergessen. Oder was? Wie alt sind Sie? Die Patientin ist 19. Der Nelson-Test, werte Kollegen, ist unverzichtbar. Bitte. Holen Sie das nach. Herr Professor, die Patientin war 15, als... Es ist vieles verboten in unserem Land. Das nicht. Wir werden uns noch einmal intensiv mit dem Fall befassen, Herr Professor. Der nächste, bitte. Fräulein Tauber, gehen Sie bitte. Frau Schornagel, bitte. Professor gesagt. Ich werde gesund. Keine schwarze Nacht. Warte ab. Am Ende siehst du noch besser als ich. Bereiten Sie die Behandlungen vor, die Professor Heinrich angeordnet hat, und unterrichten Sie mich über deren Verlauf. Ich kümmere mich. Was den Nelson-Test bei Fräulein Tauber betrifft, was denken Sie, habe ich da... Haben wir da einen Fehler gemacht? Ein Nachweis spezifischer Antikörper im Patientenserum ist sehr ungewöhnlich. Treponema pallidum gehört zur Gattung der Syphilis-Erreger. Ja, sie müsste sich schon mit 15 angesteckt haben. Ich sehe, wir sind da einer Meinung. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber wir sollten nichts unversucht lassen, um Fräulein Tauber zu helfen. Besser, wir korrigieren einen Fehler, bevor Fräulein Tauber dafür mit ihrem Augenlicht bezahlen muss. Fräulein Tauber. Fräulein Tauber, die Sie bereits duzt. Eine gewisse Distanz zu unseren Patienten ist unabdingbar. Nur so können wir die richtigen Entscheidungen treffen. Sagen Sie den Test ab. Dr. Studer? Ich bin soweit. Wofür? Für den Test. Es gibt keinen Test. Aber Professor Heinrich... Nein, nein. Wir haben die Symptome und den bisherigen Krankheitsverlauf noch einmal gründlich analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die bisherige Behandlung fortsetzen. Sie lügen. Auch meine Geduld ist irgendwann zu Ende, Fräulein Tauber. Hallo, Herr Dr. Sanchez. Schauen Sie doch bitte mal in die Akte hier.
Ich. Was? Ich bin schwanger. Bist du sicher? Wir warten schon sehr lange darauf. Ja. Aber Entschuldigung, wenn ich dir mit dieser Nachricht den Abend verdorben habe. Es tut mir wirklich leid. Wirklich. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll, Carlo. Du igelst dich nur noch ein. Wir stecken im Moment in einer schwierigen Situation. Gleich. Wir leben schon seit Jahren leben wir in einer schwierigen Situation. Du lässt mich nicht mehr an dich heran und das ist das Problem. Es ist verdammt schwer. Es tut richtig weh. Ich kann nicht mehr, Carlo. Ich kann einfach nicht mehr. Nach dem Medizinstudium sollte ich zurück in meine Heimat. Aber ich wollte bleiben. Wegen dir. Aber ich habe Dinge getan, ich habe Menschen verraten, Tinka. Ich Kollegen, Freunde. Ich habe Freunde denunziert. Erklär mir mal bitte, wie man Verräter verraten kann. Du hast nur deine Pflicht getan. Du hast es gewusst. Du dienst unserem Land, Carlo. Ich bin stolz auf dich. Wie kannst du stolz auf einen Verräter sein? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich habe Angst. Unser Liebe hält es nicht aus. Sie hält das nicht aus, Tinka. Ich liebe dich, Carlo. Ich liebe dich. Wir schaffen das, ich weiß es. Wir lieben uns doch. Bitte. Es ist unser Baby. Unser Baby. Schön wär's. Okay.
sich ein eng mit Glückwurm entwickelt. Auch noch 70. Das ist sehr viel. Mein Tauch. Wenn ihr jetzt auch beschädigt ist, kann sie jeden Moment entwenden. Sind Sie blitz? Hat sie noch mal Glück gehabt? 70. Schwester, kein Cortison jetzt. Geben Sie einen Tranquilizer. Stauschlauch. Das hat zu viele Nebenwirkungen. Augendruck, den sie ihn erfrückt. Machen Sie eine Faust voller Zauber. Eine Faust. Und pumpen. Pumpen. Das ist gut. Ich habe sie gewarnt von den Tauben. Ganz ruhig. Mich? Du siehst schrecklich aus mit der ganzen Schminke. Ich sehe aus, wie ich mich fühle. Was ist passiert? Dein Augendruck war viel zu hoch. Aber du hast Glück gehabt. Du kannst weitersehen. Nochmal Aufschub bekommen. Die Cortison-Tabletten, die du jeden Morgen bekommst. Du nimmst sie nicht ein, deswegen geht's dir schlechter. Was tust du damit? Blind geboren werden. Damit könnte ich leben. Blind zu werden, ist wie lebendig begraben sein. Was soll das? Ich muss dir Blut abnehmen. Für den Nelson-Test. Strophe. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Die zweite ist noch besser. Du geiles Kind, komm Bums mit mir. Gar schöne Sexspiele mache ich mit dir. Wir werden dich verwöhnen im Wasser, dass du stöhnst und mir dann die Schamhaare föhnst. Und? Du pubertierst ein bisschen, aber ist normal. Und was kriege ich dafür? Ein Kurs? Mhm. Mel, du musst sofort kommen. Was ist? Bertha. Bertha, sprich mit mir. Wegfliegen. Einfach wegfliegen, alles andere da lassen. Gräfin? Ich bin müde, Mel. Aber nicht so müde. Lass sie gehen, Mel. Du weißt, was sonst passiert. Das darfst du nicht zulassen, Mel. Weißt du, was schlimmer ist, als blind zu sein? Was? Blind und einsam. Es erträgt kein Mensch. Dann lass uns nicht allein, Bertha. Ich brauch dich. Bleib bei mir. Bist du süß? Ich vermisse dich so sehr. Ich weiß. Bringen Sie Bertha hin.
in die Klapse. Du hast das Richtige getan. Schnauze. Guten Morgen. Dem nordrussischen Volkschor, dem Moskauer Puppentheater. Kann mir jemand sagen, wo das Klosett ist? Links den Gang runter. Ein Wiedersehen mit dem Alexandrow Ensemble gibt es am 19. Mai in Berlin auf dem Platz der Akademie. Wer ist das denn? Mr. Pyotr Lemitschew lebt heute im neuen Deutschland. Das hohe Niveau der Klosettchen. Bertha würde sagen, daneben Klosettchen. Verloren. Es ist einfach nicht mehr da. Wo warst du? Ich kann keine Kinder mehr bekommen.
Arzt hat es mir gesagt. Es war unser Kind, Carlo. Unsere Zukunft. Sanchez, ich habe gehört, was Ihrer Frau passiert ist. Das tut mir leid. Wenn Sie irgendwelche Hilfe brauchen. Lassen Sie mich in Frieden. Das würde helfen. Wir sind an einer Ihrer Patientinnen interessiert. Melanie Tauber. Kennen Sie diese beiden? Sein, ich weiß es nicht. Ludwig Engler, 25, ist den Pfaffen auf den Leim gekrochen. Besucht seitdem diese Friedensgottesdienste. Würde am liebsten alle Schwerter zum Flugscharen machen. Ich habe bereits Ihren Kollegen gesagt, dass ich niemanden mehr denunziere. Wir haben Indizien, dass die Taube abhauen will. Sagt Ihnen Beihilfe zur Republikflucht etwas? Damit habe ich nichts zu tun. Wenn Sie uns nicht helfen, den Sachverhalt aufzuklären, dann ist das Beihilfe. Das können nicht mal Sie. Der Genosse Richter wird in der Verhandlung das Volk der DDR gegen Dr. Carlos Sanchez unserer Darstellung folgen. Sicher. Carlo, deine Frau braucht dich. Gerade jetzt. Hier, nicht in Bautzen. Dr. Studer möchte Sie sprechen. Sofort. Fräulein Tauber, nehmen Sie doch bitte Platz. Danke, Schwester Heiligen. Ich habe hier ein Gedicht, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Der Knabe muss plötzlich eine Wurst legen. Der Vater sagt, er kann sie an den Pferdearsch kleben. Du geiles Kind, komm bums mit mir. Und so weiter und so weiter. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass es Konsequenzen haben wird, wenn man ein Gedicht wie den Erlkönig, unser geistig-kulturelles Erbe, derart verunglimpft. Es tut mir leid. Unsere, meine Interpretation vom Erlkönig, die ich meinen Mitpatienten diktierte, da es mein Visus Null unmöglich machte, selbst zu schreiben, war der Versuch, dieses zutiefst bürgerliche Gedicht vom Staub der Jahrhunderte zu befreien. Die Sportversion wollte ich nach meiner Genesung dem Zirkel schreibender Arbeiter vorlegen.
wo ich übrigens seit 3 Jahren Mitglied bin. Dem Zirkelschreiben der Arbeiter. Und Sie wollen uns ernsthaft sagen, dass das hier... eine Satire ist. Nichts weiter. Das hat doch jeder gemerkt, oder? Kollege Sanchez, was halten Sie denn davon? Fräulein Tauber ist ja immerhin Ihre Patientin. Ich teile die Auffassung Fräulein Taubers, dass es sich bei diesem Gedicht offensichtlich um eine Satire handelt. Eine Satire? Eine Satire. Satire. Ja, gut. Dann wollen wir diese Angelegenheit doch schnell vergessen. Wir haben doch alle Humor. Aber beim geringsten weiteren disziplinarischen Verstoß, Fräulein Tauber, werden Sie Masabak verlassen. Sie können jetzt gehen. Einen Moment. Genosse Sanchez, das hier eben hätte auch ganz anders ausgehen können. Und du solltest dir besser überlegen, wann du dich aus dem Fenster lehnst und wann nicht. Hier, das ist das Testergebnis von Fräulein Taube, das du unbedingt haben wolltest. Danke. Was bedeutet das? Du hast Syphilis. Ich hab Syphilis? Schon seit du 15 bist. Hattest du mit vielen Männern? Wie geht's jetzt weiter? Die Syphilis wurde nicht behandelt und dazu Entzündung der Regenbogenhaut geführt. Aber ihr wisst jetzt Bescheid und könnt was anderes dagegen tun. Was mit dir? Habe ich dich angesteckt? Nein. Sag mir die Wahrheit, Carlo. Meine Augen. Was ist damit? Um dein Augenlicht zu retten, ist eine sehr aufwendige und sehr teure Behandlung mit Antibiotika nötig. Ich werde alles versuchen, Mel, aber ich glaube nicht, dass... dass jemand wie ich so eine Behandlung bekommt. Wenn kein Wunder geschieht. Welches Wunder? Dass man mich in den Westen gehen lässt? Nach Amerika? Zu Spezialisten? Das Ergebnis sagt noch was anderes. Du bist schwanger. Wir bekommen ein Baby? Macht dir das Angst? Nein. Nein, ich... es macht mir keine Angst. Zwei Freunde von mir wollen einen Ballon bauen. Sie basteln schon seit Monaten daran herum. Aber es klappt nicht richtig. Es müsste einen Weg geben, wie man hier rauskommt. Ohne Risiko, ohne Stress, ohne Knast. Es gibt einen. Wer nach Kuba fliegt, muss in Kanada umsteigen. Aber man steigt nicht mehr ein und bittet in Kanada um Asyl. Müssen sogar die Koffer aus dem Flugzeug laden. Einfach so? Einfach so. Theoretisch. Dann würde unser Baby in Freiheit aufwachsen. Und ich könnte sehen. Ganda. Das klingt schön. Ganda. Eine andere Frau. Ich spür's schon lange.
versucht, dass du mich liebst. Du musst dich ausruhen. Der Arzt sagt, das ist wichtig. Sag mir nicht, was andere sagen. Sprich mit mir. Für den Weg nach Hause. Oh, oh. Mach's gut, Kleine. Kopf hoch. Du weißt doch, einmal Masserberg, immer Masserberg. Mal bloß nicht den Teufel an die Wand. Was ist denn? Mein Tagebuch ist weg. Vielleicht hast du es nur woanders hingelegt. Nein, ich sage immer hier, es hat jemand geklaut. Ist das sehr schlimm? Ich muss telefonieren. Geh schon mal ins Haus, ich komm nach. Nicht hier. Ihrer Frau geht's wieder besser? Es ist viel passiert in letzter Zeit. Nur von Ihnen höre ich nichts. Weil ich nichts zu sagen habe. Ich heirate. Ich heirate, heirate, heirate. Carlo und Melanie Sanchez. Flitterwochen auf Kuba müssen sie uns genehmigen und dann weg in Ganda. Oder woanders. Auf und davon in die Freiheit. Gratuliere, Herr Sanchez. Allerdings frage ich mich, wann Sie Ihrer Frau sagen wollten, dass Sie sich scheiden lassen und dieses kleine Mädchen heiraten. Und ich frage mich, wann Sie es mir sagen wollten. Woher haben Sie das? Woher haben Sie das? Wir haben jemanden in Fräulein Taubers Zimmer. Ich habe die Schnauze voll, Genosse Sanchez. Ich mache dich fertig. Hast du mich verstanden? Ich lasse nichts mehr von dir übrig. Wie ist diese Flucht geplant? Ich weiß es nicht. Was willst du denn jetzt tun? Ich habe Ludwig und Victoria gesagt, dass sie so schnell wie möglich abhauen sollen. Und wie? Mit dem Ballon, wenn er funktioniert.
Warum gehst du nicht zur Polizei? Sag ihnen, was du weißt. Vielleicht lassen sie dich dann laufen und begnügen sich mit deinen Freunden. Man verrät seine Freundin nicht. Könntest du das tun? Deine Freunde verraten? Nein. Sind Sie eine Angehörige von Dr. Sanchez? Ja, wie geht es ihm? Wir sind noch nicht sicher, ob es tatsächlich ein Herzinfarkt war oder Vorhofflimmern. Wird er wieder gesund? Wir arbeiten mit Defibrillatoren und geben ihm Antiarrhythmika. Kann ich ihn sehen? Ich will ihn sehen, bitte. Regen Sie nicht auf. Er braucht absolute Ruhe. Wenn Sie noch Fragen haben. Würden Sie mich bitte zu meinem Mann lassen? Er wird niemals mit dir nach Ganda gehen. Ich bin bei dir, mein Schatz.
Hallo? Hallo? Meterblocker, 5 Milligramm. Schnell! Hallo? Gehen Sie da weg, wir brauchen Platz. Gehen Sie weg. Spritze. Zeitpunkt des Todes 14.34 Uhr. Thüringen. Am gestrigen Abend gelang zwei jungen Frauen und einem Mann eine spektakuläre Republikflucht aus der DDR. Sie durchbrachen mit einem alten Trabant eine Straßensperre und überquerten die Grenzanlage, die aufgrund von Bauarbeiten kurzzeitig passierbar war. Die Insassen wurden dabei nur leicht verletzt.
Mama, kommst du? Ich komme. Habt ihr euch hier getroffen? Ja, hier habe ich deinen Vater kennengelernt.